Moin und herzlich willkommen zurück zu GeoGuessr in einer neuen Runde in der Europäischen Union. Und wir fangen jetzt an mit dieser Runde. Also wie gesagt, ich habe vorher nicht geschaut, wo wir sind. Und das sieht für mich im ersten Moment, ja, ich würde erstmal sagen, vielleicht Deutschland, weil Sachen unkenntlich gemacht, das könnte ich mir vorstellen, ist eher so ein deutsches Ding. Aber ja, das ist auch nur die erste Vermutung. Aber auch die Schilder und was ich sonst so sehe, die Architektur, das könnte deutsch sein, würde ich behaupten. Und ach, es ist nervig, wenn die Häuser da nicht richtig erkennbar sind, weil die verpixelt wurden oder was weiß ich. Na gut. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Schenk. Ach, hier steht sogar was. Irgendwas mit Städt am Ende. Kann man das richtig lesen? F. Stadt, Städt, wie auch immer. Gerüstbau, Schwaben und Krisch. Wenn ich das richtig lesen könnte. Irgendwas mit Stadt, mit F. ER, Stadt. Schade, dass ich das nicht richtig lesen kann. Das wäre schon mal ein guter Tipp gewesen. Aber die sind halt immer so, die Auflösung ist immer so niedrig, ne? Das macht es halt nicht einfach. So. Brandschutzzone. Ah ja. Also wir sind auf jeden Fall, also da würde ich mich doch festlegen, wir sind in Deutschland. Die Stadt, wahrscheinlich hieß es mit F und Stadt am Ende. FR Stadt, ich weiß halt nicht genau, was das sein könnte. Vielleicht steht hier auf irgendwelchen Fahrzeugen noch Sachen drauf. Hier nicht. Schade. Das ist eine Telefonnummer. Nee. Ach, man. Kann doch dann eigentlich nicht so schwer sein. Vor allem, wenn man in Deutschland ist, wenn man sich von der Sprache ja super zurechtfindet. Auch so das Gefühl dafür hat, weil man ja weiß, wie es so Deutschland so in der Regel so aussieht, ne? Wo man was vielleicht finden könnte. Lorenzstaffel, so heißt die Straße dort. Hier steht vielleicht nochmal was. Esslingen. So, jetzt weiß ich leider auch nicht genau. Das habe ich schon mal irgendwo gehört, den Namen. Aber ich weiß leider nicht, wo ich das hinstecken soll. Und Postleitzahlen, da kenne ich mich auch nicht mit aus, welche Zahlen man in welcher Gegend so hat. Ne, man kann ja so an den ersten Zahlen von der Postleitzahl erkennen, in welcher Ecke von Deutschland das sein muss. Problem ist nur, ich weiß es nicht, wo was ist. Wächterstaffel. Esslingen. Ingen ist, glaube ich, eher sowas, so ein südlicher Ortsname, ne? Dass man eher so in so Baden-Württemberg und so eine Gegend. Dass man da solche Ortsnamen hat. Filderstadt vielleicht. Esslingen. Ach ja, guck an. Jetzt habe ich aber beides gesehen, ne? Filderstadt und Esslingen. Was stand da nochmal? Das stand halt beides auf Schildern drauf, ne? Hier. Ach so, ne, Moment. Der kann ja aus einer anderen Stadt kommen.
Esslingen, das geht der Gerüstbau. Der kann ja von woanders herkommen. Das Gerüst ist ja nicht immer da. Ich würde nochmal zurückgehen, wo wir angefangen haben. Return to Start. Das haben wir direkt hier gesehen. Und hier stand ja Filderstadt, ne? So, Filderstadt. Ach ne, es steht auch auf einem Gerüst. Ah, das ist doof. Das war mir nicht bewusst, dass es auch auf einem Gerüst stand. Ne, dann sagt das ja im Endeffekt doch wieder nicht so viel aus. Ah, ist ärgerlich. Habe ich gedacht, jetzt hätte ich es gehabt. Also es liegt nahe, dass es entweder Filterstadt oder Esslingen ist. Aber es ist natürlich nicht garantiert. Ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass es natürlich in der Nähe ist. Klar. Warum so ein Gerüst aus der anderen Ecke von Deutschland holen? Soweit logisch. Aber wie macht man das jetzt fest, in welcher dieser beiden Städte es ist? Danneckerplatz. Ja, ist die Frage. Schickstraße. Wie legt man sich da am besten fest? Oder soll ich einfach schon mal mir die Städte von oben angucken und einfach mal schauen, ob irgendwo... Also gut, da kann man natürlich ewig schauen, ne? Ich weiß auch nicht, in welcher Ecke der Stadt ich schauen soll und so. Oder Esslingen eben. Ja, ich weiß halt noch null, wo ich schauen soll. Außer, dass es halt in einer dieser Städte sein könnte. Noch nicht mal muss, ne? AC steht auf einem Nummernschild, was ich ja gerade gesehen habe, unten links. Das weiß leider auch nicht auswendig, was AC bedeutet. Ob es überhaupt ein Hinweis sein könnte, weil Autos können sich ja auch wieder überall hinbewegen, ne? Danke. Was? Oder fehlt da ein Buchstabe? Ich glaube, da fehlt wieder ein Buchstabe. War das eigentlich eben was mit Danneker? Ah ja, hier vielleicht Straßenschilder. Das könnte helfen. Kann ich mir das... Von hier aus ist es nicht so einfach mitlesen. Rechts geht die 27 nach Tübingen und... Noch ein Ingen. Aber ich weiß nicht welches. Das kann man von hier aus wieder nicht lesen. Doof. 27 Richtung Tübingen. Wo ist denn die 27? Also heißt es, das ist die 27? Ich bin halt so unerfahren, was so Straßenschilder und sowas angeht. Heißt es jetzt zum Beispiel, dass das jetzt die 27 ist? Kann sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Hier ist die 27. Die führt durch... Filterstadt Esslingen... Nicht so, nee. Wo ist Tübingen? Tübingen ist da. Ah, dann ist das, wie ich mir gedacht habe, vielleicht Reutlingen, was da unten steht. Ja, Tübingen, Reutlingen, stimmt, die liegen ja nebeneinander. Dann vielleicht Filderstadt, weil da jetzt am nächsten diese Straße dran ist. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Denn es ist ja wie gesagt nicht garantiert, dass es eine dieser beiden Städte ist, wo diese Gerüste herkommen. So, und ich habe mir jetzt zwar ein paar Namen von Straßen gemerkt, ne, aber das sehe ich natürlich alles noch nicht.
Hier gibt es auch noch eine A8, wenn ich das richtig lese. Die ist hier. Das ist beides in der gleichen Richtung, so wie es aussieht. Das ist vielleicht hier in der Ecke? Oh, ich finde das super schwierig. Huch. Aber hier steht ja eine. Ach ja, ich hätte vielleicht vorher nach der U-Bahn gucken können. U-Bahn-Station gibt es ja hier auch noch. U-Stadtbahn. Was steht da? Bobsa? Bobsa. SWR 3. Ja, gut, das ist das Sendegebiet davon. U5, U7. Ach ja, da hätte ich mir vielleicht früher angucken sollen. Das deutet vielleicht darauf hin, dass wir in Stuttgart sind. Weil ich denke mal, so eine U-Bahn. Warum ist mir das nicht früher aufgefallen? So eine U-Bahn ist wahrscheinlich eher in einer noch größeren Stadt. Hier zum Beispiel Stuttgart sieht man es ja gleich. Ach, guck an. Hätte ich mal früher auf die U-Bahn geachtet. Pff, oh Mann. Dann dürfte das ja diese Straße sein. Ha, haben wir es vielleicht schon. Jetzt muss ich nur gucken, wo sind wir denn jetzt ab? Hier ist diese Dannecker-Straße oder so. Das ist diese U-Bahn-Station. Dannecker-Straße. Genau, das ist hier. Wir sind jetzt hier gerade. Gut, jetzt weiß ich ungefähr, wo wir sind. Wo kamen wir nochmal her, wenn ich das weiß? Das wäre cool. Achso, nee, wir sind aus dieser Straße rausgekommen, glaube ich, oder? Ich meine. Fahren wir die mal entlang. Ich weiß jetzt den genauen Weg nicht mehr, das ist jetzt ein bisschen schade. Auf jeden Fall waren wir an dieser Kreuzung, genau. Ich meine, wir wären von dort gekommen. Das heißt, Moment, wo sind wir denn hier? Die Dannecker Straße, das ist diese Kreuzung, dann sind wir hier auch die Dannecker Straße weiter. Hier war dieser Dannecker Platz oder so. Genau, dann gehen wir hier mal weiter. Ich meine, wir wären von hier gekommen. Meine ich. Da ist dieses Gerüst, wo wir angefangen haben. Ja, super. Das ist dieses Gerüst. Genau, hier haben wir angefangen. Gut. Dann sind wir irgendwo hier. Moment. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob da irgendwo noch eine Kreuzung war. Das heißt, an welchem Block wir ungefähr sind. Hier ist eine Abzweigung. Die haben wir, glaube ich, nicht genommen. Und dann kommt hier irgendwo dieser Platz. Genau. Also, das war hier dieser Platz. Dann war hier diese Querstraße, Wächterstraße. Dürfte dann auch dran stehen wahrscheinlich. Natürlich sind die Schilder verdeckt. Wächterstraße, ja. Genau. Und dann noch weiter. Und dann kommen wir hier zu dieser Stelle. Return to Start. Ja. Nicht allzu weit weg von... Vielleicht hier. Können wir das sehen? Vielleicht mit diesen Architekten. Steht das irgendwo dran? Dass man das als Orientierung nehmen kann. Nicht wirklich, ne? Aber ja, das könnte hinkommen. Ich gehe nochmal zum Start. Es muss ja auch nicht metergenau sein, ne? So vielleicht. Aber wir können vielleicht auch die Häuser zählen. Die sind ja auch eingezeichnet. Und zwar von dieser Straße aus. Na gut, man sieht die halt nicht, ne? 1, 2. Das zweite Haus. Ja, das wäre ungefähr hier. Ja, dann würde ich mir einfach diesen Tipp abgeben. Guess. Und 0 Meter! Wow, was? 0 Meter!
So gut habe ich noch nie geraten. Wahnsinn. Okay. Das war die erste Runde, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es ärgert mich im Nachhinein, dass ich nicht früher auf diese U-Bahn-Station geachtet habe. Die hat ja alles erklärt am Ende. Ja, gut. Wie gesagt, hoffentlich hat es euch gefallen und wir sehen uns dann auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Verschwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.